Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Roleplay Fallout Shelter. Heute mit der nächsten Gruppe, die raus darf. Und das ist zum ersten der Kill 1414. Du darfst raus. Aus sicheren Quellen weiß ich, dass dein Inventar voll ist. Deswegen mache ich mir da jetzt keine Sorgen. Aber Kill 1414, hatten wir hier noch irgendjemanden? Team 1, Ehrengardist. Okay. Kill 1414. Du hast zum Glück noch eigene Stimpacks. Heißt dir Glück, weil Team 1 ist momentan ein bisschen arm dran. Deswegen muss ich da jetzt verstärkt drauf achten. So, wie sieht es eigentlich mit Team 2 aus? Dann muss ich kurz rechnen. Wir hatten Deadline. Das sind dann 26 Stimpacks übrig. Baxi hatte Stimpacks. Julian hatte auch Stimpacks. Wobei Julian ist nicht. Nee. Guck gerade Team 2. Hey, ich muss. Ich war doch gerade bei Team 1, oder? Ne, Team 2 gucke ich gerade. Team 2. 26 Stimpacks Team 2. Bei Julian war ich stehen geblieben, ne? Julian hatte ja Stimpacks. Mr. Grün hat keine Stimpacks, somit habt ihr noch ein Stimpack übrig in Team 2. Kill 1414 hat in Team 1. Ne, Mr. Grün ist Team 3, alles gut. Diese ganzen Teams, das verwirrt einen. Okay, okay. Das heißt, ihr habt 26 Stimpacks. Team 2 hat 26 Stimpacks, muss ich mir merken. Ich guck mal, ob jemand bei Team 2 nichts hat. Oh ne, gut. Also war mit allen Team 2 ist durch, ne? Team 2 ist anscheinend nicht groß. Wer ist denn alles in Team 2 drin? Mrs. Unknown. Nee. Baxi, Deadline, Julian, Awesome Vlogger. Ah, Awesome Vlogger ist natürlich im Urlaub, das ist natürlich nicht schlecht, ne? Das ist natürlich nicht schlecht. Gut. Ja, Double X. Ich würde sagen, du hast nur noch 16 Stimpacks übrig in Team 1. Falls nicht vorher jemand. Oh, du. Wohl. Kill 1414 hat, ja. So, sorry. Ich musste gerade erst gucken, ob alles seine Richtigkeit hat. Es hat alles seine Richtigkeit. So. Kill 1414 ist draußen. Mobile Gamer. Du darfst auch raus. So, mit 25,15. Und Mobile Gamer trägt die T45A-Rüstung. So. Da, zack. Und damit gehst du raus. Ich hab was vergessen. Vault Immobilien. Hassan, Double X und Julian. Julian hatten wir gestern, oder? Hatten wir Julian gestern? Ich glaube schon. Müsste eigentlich. Ich gucke mir das nochmal an, zur Not am Mittwoch, Julian. Aber ich glaube, du warst draußen. Du warst auf jeden Fall draußen. Ich kann mich entsinnen, dich dahin geschickt zu haben. Gut, ich merke mir das einfach, Julian, Glück. Aber ich glaube, du warst drin. So, Mrs. Unknown, Hassan und Double X fehlen nur noch. Okay. Das kann ich mir hoffentlich merken. Und jetzt sind wir auch schon bei Hassan. David Terra ist ja geflogen. Hassan, so. Hassan möchte trainieren. Ausdauer. Nee, Stärke. Stärke. Stärke möchtest du trainieren. Das Problem, Hassan, ist, du darfst natürlich wieder erst zum Schluss raus, weil sonst haben wir kein Red Away. Oder ich gehe einfach die Reihenfolge nach, je nachdem, ob du es möchtest, Hassan. Du kannst mir einfach in die Kommentare schreiben, ob du möchtest, dass wir die Reihenfolge einfach nachgehen und alle unter dir haben halt einfach Pech. Das geht auch. Es liegt an dir, Hassan. Es liegt an dir, ob du der Vault etwas Gutes tun willst oder ob du sagst, ja, ist nicht mein Problem. So würde ich es machen. Ich weiß, ich bin ja auch ein Arschloch. Aber ich darf auch ein Arschloch sein. Ja, Hundi, hau ab! Doch. So, der Knüller wäre natürlich, wenn Hassan jetzt nicht raus darf. Nee, Hassan darf raus.
Gut, Hassan, ich schicke dich jetzt mal zurück, lösche dich aber bei Volt irgendwie mal raus. Wir machen das heute noch so, dass wir der Reihenfolge nachgehen, je nachdem, ob Hassan der Volt gut gesonnen ist oder nicht, wird er es so regeln. Auf jeden Fall geht jetzt nächstes Mrs. Unknown raus. So, Mrs. Unknown, und ich sehe gerade auch, wir sind wieder optimal aufgestellt hier mit dem ganzen Kram. Das ist fabulös. So, 15 Stück. Du gehst so raus und nein. Okay, wir schicken sie gleich nochmal zurück. Wir schicken so lange den nächsten raus, solange wir abwarten, bis sie oben ist. Also, ich habe vergessen, sie wollte ich auch trainieren. Kiri im Superreaktor. Kiri, du hast mehr als genug. 15 Kiri, du bekommst mit eine schicke, förmliche Kleidung. So, wo haben wir sie denn? So, schicke förmliche Kleidung. So, raus mit dir. 25, 15. Ist sie jetzt da oben angekommen langsam? Ach, da läuft sie. Mrs. Andor, du musst aber zurück. Du trainierst nämlich etwas. Und zwar Ausdauer. Jahre später. Ach ja, die Tür muss auch noch aufgehen. Ja, wie viel haben wir jetzt draußen? Vier mit Mrs. Unknown, ne? Gut, Boris Cat fehlt noch, der kriegt ja sowieso keine Stimpacks. Weil er ist neu dabei, also. Er hat seine Stimpacks schon verdient, klar, aber dafür muss er sich erstmal welche kaufen. Aber Mrs. Unknown, du trainierst erstmal. Ausdauer ist schon voll. Ja, dann geh raus. Ich trage das mal kurz für dich ein, Doublex. Nicht, dass das normal flöten geht. So. Dann gehen wir mit Boris Liquette nach draußen, der momentan in der Kaffeepause ist. Du musst deine förmliche Kleidung abnehmen. Die habe ich dir einmal gegeben. Einfach nur, um meine Quest zu erfüllen. Und du gehst raus. Das erste Mal, Boris Cat. Mal gucken, was du findest. Wie immer, für alle Neuen, die es nicht wissen, jeder von meinen Zuschauern hat ja einen Charakter, mit dem wir quasi umgehen können. Wie auch immer. Sie gehen das erste Mal raus, finden Sachen, können entscheiden, was sie damit tun. Verkaufen, selber anziehen, Marktplatz, verschenken. Die Hose auf den Kopf stecken, wenn es gehen würde. Alles ist möglich sozusagen und ihr verwaltet euer eigenes Inventar. Alles ist unten in der Beschreibung, was ihr dafür braucht. Discord, das Inventar, der Marktplatz, die Vault-Immobilien, alles ist da, was ihr braucht. Kauft Stimpacks, damit ihr länger draußen überlebt, um bessere Sachen zu finden. Und ich zeige euch alle nochmal kurz, wer alles denn so momentan frei ist. Wir haben die Nummer 18, die frei ist. Die 25, die frei ist. Die 3, die frei ist. Die 31, die frei ist. Und die 19, die frei ist. So. Ihr schreibt einfach in die Kommentare, wenn ihr dabei sein wollt. Die Nummer plus Namen solltet ihr doch wissen, ihr müsst aktiv mitspielen, um diesen Charakter auch halten zu können. Denn wer nicht mitspielt, der fliegt. Ganz, ganz einfach. So, das dazu und 1, 2, 3, 4. Naja, 4 sind noch übrig, die werden wir gleich auf jeden Fall durchnehmen. Jetzt ist erstmal Wartezeit angesagt. Wir warten, bis jemand eine Quest findet. 20 Minuten haben sie Zeit und die Zeit läuft jetzt. So, wir haben etwas gefunden. Boris Cat hat eine Red Rocket Raststätte entdeckt. Ja, gut. Boris Cat ist neu im Spiel, das heißt, er hat keine Stimpacks, er hat keine Waffen. Und er muss Räder eliminieren. Er hat absolut gar nichts. Er ist klinisch tot. Guckt ihn euch an. Wir gehen trotzdem mal kurz rein. Einfach nur, um zu gucken. Mist, hier ist nichts. Du da, bist du aus einem Vault, oder? Sag mir sofort, wo der ist.
Ich bin nur wegen der Beute hier. Gibt's an der Nummer 2 bleifreies Benzin? Tut mir leid, mein Volt ist voll. Versuch's doch mal woanders. Beachte mich gar nicht. Ich verschwinde mal wieder. Ich glaube, das ist die beste Antwort, die ich sagen kann. Du gehst nirgendwo hin. Mal gucken. Der muss ja eine Waffe oder so haben. Also ich bezweifle, dass Boris das schaffen kann. Er macht ihn nicht mal Schaden. Komm. Das 1 vs 1 hat er verloren. Gut. Das dazu. Ich fange jetzt an, die Zeit vorzuspulen. Und wir sehen uns gleich danach. So, alle sind zurückgekehrt. Wir beginnen mit Kill 1414. Ich öffne mal das Inventar. Da ist es ja. Es reimt sich so schön. Manchmal mache ich echt Flachwitze, ich weiß. Aber ich finde sie gut. Denn ich lache. Und das ist wichtig. Denn Lachen ist gesund. Hat uns schon, ich glaube, Tom und Jerry gelehrt, ne? Ja. Killfords 14 Nummer 16. Du suchst zwar ein bisschen was, aber du hast gar keinen Platz. 720 Kronkorkis. Wir gucken, was du verloren hättest. Ziemlich viel Braminleder. Eine Golduhr, Laborglaskolben. Glücklicherweise keine Platine. Weil Platinen werden hier ziemlich, ziemlich stark gehandelt. 2522 für dich, Kill 1414, und wir sammeln dich ein. Mrs. Unknown. Normale Gegenstände für 730 verkaufen, Mrs. Unknown. Du hast ein bisschen Platz und du suchst nichts Spezielles, deswegen gebe ich dir den ganzen goldenen Kram. Der ist nämlich gut. Vertrau mir. So. Du bekommst von mir eine Militärplatine, ein Kackbratzenleder, ein Laborglaskolben. 618 noch für dich und du kommst mit in die Vault. So, Kiri. 560 Kronkorken. Kiri, suchst du was Spezielles? Nein, du hast 2 Plätze frei. Ich gucke, was ich dir gebe. Ja, hast ziemlich viel Müll hier angesammelt, aber ich glaube an sich nichts so Spektakuläres. Das Gleisgewehr geht, aber ich geb's dir mal mit. Kannst ja einen neuen schenken, wenn du willst. Das Gleisgewehr kriegst du und den Rest verkaufe ich. Für 768 Kronkorken und wir sammeln dich ein. Mobile Gamer. Du suchst nichts Spezielles. Wir verkaufen dir dein normales Zeug für 590. Und du hast auch nichts Spektakuläres gefunden. Ja, du verbesserten Laborkittel, den gebe ich dir mit. Kann man gebrauchen. Für wann auch immer. Und du bekommst von mir 468 Kronkorken. Und wir sammeln dich ein. Boruskett. Förmliche Kleidung hast du gefunden. Rostiges Luftgewehr. Du bist die 23. Boris Kett. Ach, du warst schon mal draußen. Ich dachte, du bist jetzt neu dazugekommen. Mein Fehler. Du hast die förmliche Glückskleidung nochmal gefunden. Und ich gebe dir einen Bonus von 500 Kronkorken, weil ich dir deine förmliche Kleidung weggenommen habe. Ich trag das schon mal ein, die 500 Kronkorken. So muss ich das Double X nicht merken. Du bekommst von mir eine Militärbekleidung. 152 Kronkorken und du hast ein rostiges Luftgewehr gefunden. Und damit sammeln wir dich ein. Ja, das war die erste Char. Die zweite kommt gleich hinter H. Ich kann eigentlich gar nicht reimen. Das ist meistens Zufall, wenn sich was reimt. Naja, Kill 1414, wo ist er? Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Hey, Kill. Kill. Da ist er. Du gehst schon mal dahin, dann haben wir hier Mobile Gamer. Du gehörst ins Kraftwerk mit SL5. S5, zack. Du bekommst natürlich deine I5-Rüstung wieder an. SI7. Verbessert, ne? Verbessert.
Ja, habe ich mir gut gemerkt. So, kommen wir zu Mrs. Unknown in den Hydraulikgärten. Wir haben Kiri im Kraftwerk. Du kommst heute mal ins Rechte. Ich bin mal ganz nett zu dir. Mit Offiziersbekleidung war das, ne? So, dann haben wir noch Boris Cat. Du hast noch gar nichts, ne? Nee, du hast noch keinen Job. Du gammelst weiter in der Wolldorf. So. Dann gehen wir gleich zu den nächsten. Als nächstes geht raus, beziehungsweise geht trainieren. Double XR. Du gehst Ausdauer trainieren. Ausdauer. So, dann schicken wir die Neuzugänge endlich los. Hier haben wir Sir Amigo, so neu bist du nicht, aber du darfst trotzdem raus. Guck mal an dein Inventar, Sir Amigo. Du gehst raus, du trägst deine Ritterrüstung. Ritterrüstung und du gehst raus. Dann haben wir Togenis in der Kaffeepause. Du gehst auch raus. Das Comic-Outfit gehört dir nicht. Doch, das Comic-Outfit gehört dir. Das gehört deinem Charakter, damit ist er reingekommen. Gut. Das sind die Sachen, die der Charakter bekommen hat, als er reingekommen ist. Von daher ist das in Ordnung, dass er diese trägt. Und dann haben wir No Chance. Auch gar nicht mehr so frisch, ne? Der hat sich Steampacks gekauft. Ich bin sehr beeindruckt. Auch komischer Outfit. K wie Komiker, ne? Ja. Mit 25,15 hat er sich mal ordentlich zugedeckt. So, dann gehen wir direkt mal zu Double X. So, da hast du ein Ausdauertraining. Du gehst auch raus. Ich dachte, du gehst raus. Mit 16,15. So. Genau. Und dann fehlt noch Hassan. Hassan, der muss der ein bisschen überleben. Wir müssen einmal ganz kurz vorspulen. Das habe ich vergessen. Ich schicke sie alle nochmal ganz kurz zurück. Denn ich weiß jetzt nicht, ob es rumbuggt. Das muss ich erst testen. Und ich habe vergessen, es zu testen. Deswegen schicke ich euch mal ganz kurz zurück. Keine Sorge, ihr geht gleich wieder zurück. Eigentlich reicht das. So. Jetzt muss ich noch auf Double X warten. Denn wenn ich euch jetzt losschicke und es buggt, das hatte ich die letzten Male, muss ich euch nochmal rausschicken. Habe ich keinen Bock drauf. Deswegen muss ich da aufpassen. Hassan, du gehst auch gleich raus. Keine Sorge, du kriegst schon mal deine schwere, anmütige Rüstung. So, da rennt der Double X. Und zwar zurück. So. Ich spule jetzt nämlich mal einen Tag vor. Gut, der Bug ist gebrochen. Perfekt. Jetzt kann ich euch rausschicken. Ich kann euch nämlich erst rausschicken, wenn der Bug gebrochen ist. Denn wenn er nicht gebrochen ist, ist das ein bisschen blöd. So, No Chance. Du gehst auch raus. Togenis. Du bist auch raus. Ich glaube, ich habe jetzt gerade jemanden aus Versehen ohne Steampacks losgeschickt, ne? Ja, Sir Amigo. Ich schicke dich gleich wieder rein. 16,15. Sorry, Sir Amigo. Nochmal zurück.
Das war mein Fehler. Verdammt, das war gar nicht so, amigo. Das war no chance. Ich bin ein bisschen verwirrt. Merkt ihr schon. So, kommen wir schnell zurück. Das dauert länger als das Zurücklaufen. So. Jetzt aber 25:15. So. Ah, was ein Stress. Jetzt haben wir es. Hassan, ich glaube, jetzt kannst du raus. Na ja, jetzt kann der Hassan endlich raus. Mit 25:15, hoffe ich. Ansonsten habe ich das gerade umsonst gemacht. Ja, klar, 25:15. Gut, perfekt. So, alle draußen, alle richtig. Nice. Gut, dann beginnt die Wartezeit, Freunde. Wir sehen uns spätestens in 20 Minuten. Also, bei euch nicht. Ich mache einfach einen Übergang, aber für mich sind es 20 Minuten, versteht ihr? Also, wenn jemand was findet, dann nicht. Gott, ist das schwer. Aber wisst ihr was? Wir öffnen nochmal fix unsere Lunchbox. Ein Wecker. Ein Stimpact. 100 Kronkorken. Ein Straßenanzug. Und 500 Kronkorken. Bis gleich. So, wir haben etwas gefunden und zwar war es No Chance hat einen super duper Mart gefunden. Endlich mal was Neues, ne? Double X, nicht du. Eliminiere die Raider. Das kriegst du ja wohl hin, oder? Solltest du hinkriegen. Schauen wir mal. Ja, easy. Die kloppt er mit zwei Schlägen weg. Endlich mal was Gutes. Ich dachte schon gerade eben, No Chance wäre wieder jemand, der keine Stimpacks hat. Deswegen habe ich nochmal extra nachgeguckt. Hatten wir aber Glück gehabt. Ja, komm. Gib ihm. No Chance. Gib ihm. Die haben doch keine Chance gegen deine Nase. Mit Schnurrbart. Und Brille. Sag mal, schielst du ein bisschen? Oh Gott. Fast wäre mir verreckt. So. Lieber eins so viel als zu wenig. Lieber eins so viel als zu wenig. Einen hast du schon mal weg. Ich hoffe für dich, du findest hier ganz, ganz viele Stimpacts. Na komm, no chance. Zieh's durch. Naja, krieg ich jetzt wenigstens nicht mehr so viel Schaden. Aber da unten sind auch noch mal welche. Es sei denn, da unten ist jemand, der Hilfe braucht. Oh, du bist ja noch gar nicht Level 50. Oh, du hast richtig gute Werte. Not bad. Ja, kein Wunder, dass du was gefunden hast mit P. 9. Findest du natürlich eher was als Double X. Na komm, letzter Schuss. Den kritischen sparen wir uns auch für unten, falls etwas ist. Stimpacts. Jawohl, Kronkorken. Nice. Okay. Zweite Etage. Naja, hat sich gelohnt. Wir greifen dich mit einem kritischen an. Und zwar mit einem fünffachen KO. So, perfekt. Kleine Heilung. Beide nur noch einen Schuss und dann sind sie weg. Oder auch nicht. Ach, die sind stärker, klar. Die oben waren zu viert, deswegen hatten sie weniger Leben. Die hier sind zu dritt und haben mehr Leben. Ist ein bisschen konfus. Ich habe es auch erst sehr spät gemerkt, dass es quasi mit den Personen, die sich in einem Raum befinden, zu tun hat. Wie viel Leben sie haben. Das heißt, wäre hier nur eine einzige Person drin, die wäre so OP gewesen. Da hätte er Stunden dran gesessen. Na gut, dann brauchen wir halt drei. Wie ganz bequem er alles erstmal einstellt. Mir tut ja hier keiner was. Aber No Chance, noch ist nicht vorbei. Da ist nämlich gleich noch was. Und ich wette, sie geben dir Nuka-Cola Quantum. Die Schaufel. Ja, riecht die Schaufel nach Tod? Oh, sei gegrüßt.
Kenner der feinen Vorkriegsküche, möchtest du einen Blick in die Karte werfen? Eigentlich nicht. Ich möchte dich töten. Ich bin nur hier, um was Leckeres zu schnabulieren. Tja, du bist nicht das, was ich erwartet hatte. Oh toll, ein Gourmet, wie protzig. Ich bin nur hier, um was Leckeres zu schnabulieren. Gibst du mir was? Ah, du Banause. Was ist denn los? Nochmal Gegner? Mit Boss? Okay, kümmere dich erstmal um die kleinen Winzlinge, würde ich sagen. Ich frage jetzt, wie viel Leben die hier haben. Ja, auch 3 Schuss. Ich meine, wir könnten zuerst auf den Boss gehen, das dauert aber länger. Das heißt, du würdest von allen zusammen mehr Schaden nehmen, als wenn der Boss alleine ist. Oh, überlebt sie noch einen Schlag? Bitte tu es nicht. Oh, ein kritischer, ja. Nice, damit greifen wir gleich den Boss an. Na komm, schieß wenigstens noch einmal. Okay, ich hoffe, das ist der Boss. Jawoll. Nice, no chance. Das war das erste Mal, dass du rausgegangen bist und direkt mal alles weggesäubert. Kaputt gemacht, die Jungs. Aber hier ist kein Loot. Dann hat sie den Loot. Ich hoffe für dich, dass es eine Lunchbox ist. Wo auch mal was Vernünftiges drin ist, nicht wie die 500 Kronkorken. Wir brauchten so einen Scheiß. Das ist das reinste Glücksspiel hier. Der Kampf ums Essen. Stimpacts. Ah, 33 Stimpacts. Naja. Gut, Freunde, das war der Ödlandsausgang für heute. Die letzten beiden. Wir sehen uns gleich wieder, direkt nachdem alle wieder zurück sind. So, alle sind zurückgekehrt und wir gucken uns das Ganze mal an. Ich muss mal ganz kurz in die Voltmobilien und Double X hier löschen. Zack. Wir gucken uns das Ganze an, was ihr gefunden habt. Wir beginnen mit Togenis, deren neue hier in der Gruppe. Togenis. Du hast hier schon ein paar Sachen gefunden. Okay. Ja. Ich würde sagen, ich gebe dir mal die Gefechtsrüstung mit. So, und den Rest verkaufen wir einfach. Für 10, 20, 30, 40, 50 Kronkorken, 527 kriegst du dazu. Das trägst du derzeit und wir sammeln dich ein. So, Sir Amigo. 951 Kronkorken, wir verkaufen die normalen Sachen. Du hast einen Flammenwerfer gefunden, den darfst du auch behalten. Gerte, der Flammenwerfer, was trägst du derzeit? 26. Ja, den gehärteten Flammenwerfer. Oh, du hast noch einen. Na gut, der Flammenwerfer gehört dir, plus 2, 4, 6, 8. Und damit sammeln wir dich ein. Double X, wir verkaufen die normalen Gegenstände für 560 Double X. Du hast 1, 2, 3, 4, 5 Plätze frei. Du suchst Mikroskope, Platinen und Giddies. Mal kurz hier durchgucken. Oh, du hast gar nicht mal so viel Stuff gefunden. So, ein Mikroskop für dich. 2 für dich. 3, 4. Wie viel Platz hattest du nochmal? 5? 1, 2, 3, 4, 5. Gut. Ich gebe dir 5 Mikroskope. Kleiner Moment. Das geht sogar fix hier. Zack. Dein Inventar ist nun voll. So einfach geht das. 786 noch für dich. Und damit sammeln wir dich ein. Hassan, 9140 plus 770. Hassan, du suchst, übrigens für alle Neuen, wenn ihr etwas sucht, schreibt es einfach in Discord rein, an mich gesendet oder an Double X und dann werden wir das notieren. Dann sehe ich nämlich hier immer, ich zeige euch das Ganze mal, das ist das Inventar. Dann klicke ich hier auf diese kleine Sprechblase, wo die Notiz steht und dann steht hier 4 Schaufeln, 3 Golduhren, Militärklebeband sucht er. Kannst einfach Bescheid sagen, was ihr sucht, denn das behaltet ihr dann immer, egal ob ich es sehe oder nicht.
So, Golduhr und Schaufeln brauchst du? Gar Schaufeln haben wir für dich. Mal wieder. Ach, da oben. Ha, du hast keinen Platz mehr frei. Na gut. Das ist dann recht easy, aber du hast jetzt sowieso nichts Großartiges gefunden. Und daher mach dir keine Sorgen. 814 Kronkorken noch mit dazu und wir sammeln dich ein. No chance. Wo haben wir denn den kleinen Bengel? Da haben wir ihn. Wir verkaufen deine normalen Gegenstände für 640 und du suchst nichts Spezielles. Aber ich gebe dir eventuell was, wenn du was gefunden hast. Ja, eigentlich nichts. Schade. Dir hätte ich jetzt gegönnt, dass du irgendwas gefunden hast. Gut. 468 Kronkorken noch zusätzlich für dich dazu. Und damit haben wir dich auch eingesammelt. Gut, Freunde, das war's für heute. Wir haben alle mitgenommen, wir haben alles gezeigt. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Wie gesagt, wenn ihr euch bewerben wollt, schreibt es einfach direkt in die Kommentare dieser Folge oder der letzten Folge. Und dann werdet ihr nächste Woche dabei sein. Würde mich freuen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.